Spitzhacke wäre vielleicht dafür, für dieses Obsidian einfach angebrachter als diese Eisenspitzhacke, denn das wird Ewigkeiten dauern. Deswegen sollten wir vielleicht jetzt irgendwie nach Hause kommen. Was heißt nach Hause? Zu dem Ort kommen, wo ich das Ganze dann verarbeiten kann. Das Ganze erstmal einschmelzen. Hier ist übrigens noch Lava, die kann man wegen dort unten hin, das ist mir jetzt auch ganz egal. Genauso klappt es ja auch. Wo ist die Quelle? Dort. Dann machen wir das Ganze nämlich so ganz geschickt. Kommt dort raus jetzt kein Obsidian? Bin ich jetzt irgendwie ein bisschen überfragt. Aber gut, wir lassen einfach den Wassereimer so hier. Ist jetzt noch Wasser vorhanden? Nee, hier ist nur noch Lava. Die will auch nicht weg, dann mache ich sie jetzt mal kurz weg. So, dubdi-dubdi-dub, wo sind wir jetzt hier wieder gelandet? Hier ist Gold, alles mögliche, Eisen und noch mehr Lava. Okay, hier haben wir noch Wasser. Mache ich jetzt hier irgendetwas falsch, wenn man hier sonst immer Obsidian gekriegt? Irgendwie mache ich es immer mit den Berührungen in dem Sinne falsch. Gut, dann behalten wir das aber jetzt erstmal. Ich fülle jetzt immer meine ganzen Eimer mit Wasser, wenn ich das... Ja. Wenn ich die Möglichkeit es gehabt hätte. Genau. Gut, wir nehmen erstmal das Eisen hier mit. Wir haben da jetzt auch schon unsere kleine Quelle mit Obsidian. Das reicht ja eigentlich schon für ein Portal. Würde das zum Beispiel reichen für einen Zaubertisch? Würde es, glaube ich, auch reichen. Es wird, glaube ich, für beide Varianten reichen. Von daher brauchen wir uns da eigentlich keine Gedanken mehr zu machen, ob wir das irgendwie hinkriegen oder nicht. Aber jetzt finden wir hier zum Beispiel überall Wasser. Vorhin habe ich nach Wasser regelrecht gesucht. Und jetzt finden wir das Wasser hier fast an jeder Ecke. Na gut. Was soll's. Haben wir doch relativ Glück. So, das Gold nehmen wir mal mit. Ach, da haben wir ja ordentlich was geschafft. Ordentlich was gefunden hier an unseren Erzen. Das gibt's ja gar nicht. Nur die Diamanten, die fehlen uns hier irgendwie. Einen einzigen Diamanten haben wir erst. Das verstehe ich irgendwie überhaupt nicht. Komme ich da hinten irgendwie an die Quelle hinan? Ja, komm, komm, komm. Ja. Und damit ist das Wasser in meinem Wassereimer. Und wir haben hier noch einen dritten Eimer zur Not. Ich kann mir die ganzen Eimer ja auch einfach noch... Oh, Lapis Lazuli. Oder wie nennt sich das Ganze? Lapis Lazuli, genau. Ich brauche ja die ganzen Eimer ja auch zur Not, wenn ich zum Beispiel später noch eine Farm machen will. Zuckerrohrfarm oder einfach nur ganz andere Farmen, dann werde ich auch noch Wasser benötigen. Aber ich glaube, das wäre dann nicht ganz so schlimm. Ich habe bei mir auch relativ viel Wasser in der Nähe, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber trotzdem. Dieses ganze Wasser werde ich ja benötigen dafür. Dann schadet es nicht, wenn ich mir schon mal ein paar Eimer von Wasser hole. Das bietet mich jetzt unsere Höhle hier wirklich gut an. Was mich aber immer noch ein bisschen verrückt macht, ist jetzt das Ganze mit dem Kompass. Aber das machen wir dann einfach mal dann, wenn wir wieder da hinten bei unserer Werkbank sind, dann werden wir es einfach mal austesten, ob wir unseren Kompass kriegen oder nicht. Das werden wir dann mal sehen. Ob das irgendwie klappt oder nicht. So, du... Schande. Werden wir ja richtig überströmt hier von unseren Zombies. Du Schande. Was wollt ihr alle von mir? Was hab ich euch denn getan? Gar nichts. Die ganze Zeit lasse ich euch hier am Leben und ihr attackiert mich dann. Das ist an euer Dank. Ihr seid... Freches Volk. Ja, ihr habt richtig gehört.
Ach du Schande, wo komme ich jetzt hier eigentlich wieder zurück? Dort oben muss ich, glaube ich, hin. Meine Schaufel kommt zum Einsatz. Hier ist alles noch dunkel. Noch nichts ausgeleuchtet von mir. Einmal rum haben wir hier nicht was zu essen mit dabei. Wir haben nichts zu essen mit dabei. Mist, wieso bin ich nicht zu essen? Da hinten ist das Hühnchen. Ich will doch dieses arme Huhn ist deswegen nicht töten. Nur weil wir auf gut Deutsch zu dusselig sind, um was zu essen mitzunehmen. Wie soll ich da jetzt handeln? Pilze können wir mitnehmen. Lecker Pilzsuppe. Ach, was hat denn der Zombie? Guck mal, was der Zombie geklaut hat. Der hat ein Ei geklaut. Das ist mein Ei, komm her. Ey, sag mal, bist du verrückt? Wir könnten den auch nicht auch mit dem Ei abwerfen. Nee, gut. Ich glaube, hier werden wir auch nicht weit kommen. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo wir hergekommen sind, dann könnte ich mich jetzt dorthin schnellstmöglich zurück. Aber du, Hühnchen, musst jetzt leiden. Ich brauche dein Fleisch. Auch wenn du roh bist, ich brauche was zu essen. Ach, das hilft mir ja kaum was. Hätte ich das arme Hühnchen eigentlich auch leben lassen können. Wenn ich das jetzt gewusst hätte. Wie viel mir doch ein kleines Hühnerbeinchen nur bringt. Nämlich so gut wie gar nichts. Gut. Was soll ich machen? Wie soll ich jetzt hier weiter vorgehen? Wo komme ich zurück? Das sind so ganz viele Fragen. Schlechte Idee, eine Fackel im Wasser zu zünden. Du Schande. Nein, 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 nein. Komm her, du. Komm her, du. Wie der auseinandergegangen ist. Habt ihr das gesehen, wie der auseinandergeflogen ist? Ich will mich jetzt hier auch nicht unnötig runterspringen lassen. Deswegen... Eben noch was erwähnt. Ich bin manchmal echt zu schnell. Muss ich mal ehrlich zugeben. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich habe schon mal einfach zu sehr eilig. Dann sehe ich zu viel auf einmal und dann bin ich einfach zu schnell. Aber gut, wir haben es ja noch überlebt. Mich würde es einfach nur interessieren, wo ich jetzt eigentlich nur hergekommen bin. Aber ich muss ja wieder nach oben, wenn ich mich nicht täusche. Also müsste ich ja hier eigentlich ein kleines bisschen richtig sein, aber ich bin hier nicht richtig. Wer, oh, da vorne ist, ach du Schande. Nein, 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 ich habe bald kein Leben mehr. Ah, Mist. Du Schande, wo komme ich jetzt hier am besten zurück? Dort hinten höre ich schon wieder den Enderman. Ich darf die Sachen jetzt hier nicht verlieren. Das ist ein, das wäre eine Katastrophe, wenn ich das jetzt hier verlieren würde. Egal, ob es wegen einem Zombie ist, ob es wegen einem Skelett ist, ob es ein Enderman ist oder ob ich in die Lava falle. Ganz egal, das darf ich hier jetzt nicht verlieren. Hier komme ich zu meiner Obsidianquelle wieder zurück. Aber ich will doch jetzt nur zurück... zu meiner Truhe. Ach, Mist. Ja, das ist das, wenn man dann nichts weiß, wenn man sich nicht merkt, wo man lang rennt. Aber das ist so das Ganze, was diesen Nervenkitzel bei diesem Spiel ausmacht. Wenn man nicht weiß, wo man zurückkommt. Aber ich muss nach oben. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich irgendwie nach unten muss. Ich muss da nach oben. Ich bin da nach unten gegangen. Ich bin da nach unten gefallen. Aber muss ich ja nach oben. Aber wo nach oben? Nein. Irgendwas übersehe ich hier. Ganz deutlich. Irgendwas übersehe ich hier. Aber was? Was übersehe ich hier? Erstmal eine kleine Verschnaufspause. Ich habe hier gar kein Essen mehr. Ich habe hier so viele Sachen und ich habe kein Essen mehr. Nein! Das kann doch nicht wahr sein.
Da hinten ist der Creeper gewesen, ich habe ihn noch gesehen. Ach, das ist doch nicht normal. Wo bin ich hier gekommen? Das gibt's doch gar nicht. Dass ich mich jetzt hier so verlaufe. Das finde ich jetzt natürlich richtig dämlich. Schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich weiß nicht, wo ich hierher gekommen bin. Und ich bin hier echt bald kurz vorm Verrecken. Komm hier, du Kleiner. Ich hätte jetzt zu gerne meine... Ne, wenn ich meine Truhe hier hätte, hätte mir das auch nicht viel gebracht. Da ich ja genau den Punkt hier wieder zurückfinden müsste. Aber hier gehe ich doch nur im Kreis. Das kann mir doch keiner erzählen, dass ich hier jemals zurückkommen werde. Zombiefleisch. Das erste Mal Zombiefleisch. Warum nur das erste Mal? Ich brauche mehr Zombies. Kommt her, ihr Zombies. Ich will euch töten. Ich brauche euer Fleisch. Ich weiß hier gar nicht, ehrlich gesagt, wo ich hier rumrenne. Ich verliere hier nur noch Leben anscheinend. Weiß einfach nicht, wo ich hier richtig und wo ich hier falsch bin. Und der hat mir noch nicht mal richtig Fleisch gegeben. Ach Mist, ich sehe mich hier schon sterben. Aber ich muss doch hier irgendwo wieder zurückkommen, das kann doch nicht sein. Wo bin ich denn runtergegangen? Ich bin hier total durcheinander. Kommt der denn jetzt her? Kleine. Na dann komm her. Wo bist du denn? Wo bist du? Hä? Ach, der schwimmt dort oben. Ja. Dann bleib dort oben. Kommst du jetzt hier runter oder nicht? Bringt sich selber um. Toll. Der ist jetzt irgendwie dort zwischen gefallen. Dort hinten kommt der nächste Zombie. Lass dich umbringen, mein Kleiner. Lass dich umbringen. Dort oben ist immer nur Wasser. Da ist sonst nichts anderes. Das heißt, das bringt mir also auch nichts. Das bringt mir hier alles nichts. Und ich habe auch gleich keine Fackeln mehr. Habe ich das eigentlich schon mal erwähnt? Och Mensch, nein, wo komme ich jetzt hier da wieder zurück? Shit, ich habe mir das Ganze hier echt zu sehr verspielt. Das muss ich mal schon sagen. Dort unten geht's tief runter, aber da ist es alles dunkel. Das heißt gleichzeitig unerkundet, da war ich noch nicht. Hier bin ich übrigens auf der anderen Seite von meiner Lavaquelle. Also muss ich hier nicht zurück. Ich bin hier mehr als nur falsch. Aber wo bin ich hier richtig? Wo muss ich lang? Ich komme hier irgendwie nicht klar. Ich muss einfach nach oben. Nach oben. Ich versuche es einfach mal mit nach oben. Ich habe hier keine Möglichkeiten mehr hier unten.